Guts Georgen. Machen denn so viele Leute in meinem Wohnzimmer? Erstmal herzlich willkommen, Herr George. Haben Sie was dagegen, mich zu duzen? Nein. Ich aber. Gut, dann bleiben wir bei Sie. Ja? Darf ich fragen, was haben Sie mit dem Thema Wien zu tun? Ich bin in Berlin-Charlottenburg geboren. In Duisburg, da mache ich meine Tatortfilme. Heute Abend bin ich in Augsburg. Ich bin Burgschauspieler. Ja, kann man wohl sagen. Ja. Aber so schick habe ich sie noch nie gesehen. Echt klasse ist das. Wie sie da rumlaufen in Tatort, das ist ein bisschen zu leger für mich. Dann nenne ich sie nicht Kommissar Schimanski, sondern Schimpanski. Was? Dann nenne ich sie Kommissar Schimpanski. Rudi, wir haben was ganz anderes vereinbart vor der Vorstellung. Wir haben gesagt, wir flaumen uns gegenseitig nicht an. Ist das klar? Ich könnte auch eine ganze Menge über deine Sendung sagen. Du verfliegst es sieben. Ja. Was muss weg? Was muss weg? Ja. Sie müssen weg! Nee. Au! Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie heute zahlreich erziehen sind zu meiner Show, die verflixte Sieben. Begrüße Kandidaten, habe 99 Punkte, wunderbar, wann wird es endlich wieder einmal Sommer? Sommer, wie es früher einmal war, komm, steh auf, Junge, komm, hopp, hopp. Sie dachten, wir hatten echt Krach, hä? Wir hatten einen echten Krach. Ja. Danke sehr. Go back. Ei. Susi aus Augsburg. Ja. Die merke ich mir. Schreib mal die Adresse nachher auf. Ja. So, und Zukunftspläne, wo geht's jetzt hin? Du, als nächstes gehe ich zum Kostümverleiher und gebe den Smoking hier ab. Aha, ist geliehen. Habe ich geliehen, ja. Und das Oberhemd, das gehört Ihnen? Das Oberhemd gehört mir, ja. Leider hatte ich kein passendes Einstecktuch da. Meine... Sie haben doch eins. Ja, schon. Das war eine Notlösung, ein Stück vom Hemd, das gehört eigentlich in die Hose. Moment, Sie haben das, was in die Hose hängt, haben Sie hier oben nicht. Habe ich durch die kleine, habe ich mir ein Loch geschnitten und habe es durchgezogen. Also das glaube ich nicht. Wetten das? Danke, darf ich? Stopp, die Wette gilt. Okay.